Herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Wie oft haben Sie das schon einem Kind zugeflüstert? Hab keine Angst vor dem Dunkel, das sich jetzt schon am späten Nachmittag ausbreitet, vor einem unbekannten Geräusch, vor einem Film, vor dem Besuch an einem neuen Ort oder vor einer Aufführung mit Musik oder Sport. Hab keine Angst. Das sagen wir Kindern und auch Erwachsenen. So sprechen wir ihnen und uns selbst Mut zu. Auch Erwachsene haben Angst. In einsamen Straßen und Parks, auf überfüllten Plätzen, im Aufzug, auf hohen Türmen. Angst, sich vor anderen zu blamieren. Angst kann man nicht wegerklären, aber sie wird weniger, stiller, unauffälliger, wenn jemand sich zu mir gesellt und mit mir aushält, was mir Angst bereitet. Davon träumt der Prophet, den wir als zweiten Jesaja kennen. Von ihm und seinen Nachfolgenden stammen einige der schönsten Worte in der Bibel. Die heutige Losung findet sich in seinem Buch im Ersten Testament. Gott spricht zu seinem auserwählten Volk Israel. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Hab keine Angst, ich bin da. Mach dich nicht klein, weiche nicht zurück. Lass dich nicht einschüchtern von den Leuten, die dich nach Babylon verschleppt haben. Lass dich nicht beeindrucken von ihren Göttern und Herrschern. Sie mögen dir Angst einflößen, aber ich bin an deiner Seite. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Wer oder was macht ihnen Angst oder schüchtert sie ein? Wovor weichen sie zurück? Nehmen Sie Ihren Mut zusammen. Schauen Sie Ihren Angstmachern tapfer ins Auge. Gott ist da, unerschrocken und zugewandt. So gewinnen Sie Trotzkraft. Einen guten Tag wünscht Ihnen Pfarrerin Susanne Wolf von der Tübinger Stiftskirche.